Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Runde ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaltet und zwar heute mit den Pro-Mods in der Version 2.25. Ja, ich habe es hingekriegt, dank natürlich auch eurer Hilfe, dank Tutorials, die es so zu finden gibt. War nicht ganz so einfach und deswegen wollte ich euch jetzt hier kurz eingangs nochmal zeigen, was war mein Problem. Einige hatten es schon vermutet und ich hatte es ja auch vermutet, dass Viva La France Add-on fehlte. Das habe ich mir jetzt gegönnt. Oder Vive La France. Auf jeden Fall ist das Expansions-Download-Pack hier mit drin. Dementsprechend haben wir natürlich eine Menge mehr neue Strecken. Vor allen Dingen auch durch Pro-Mods-Map ist das Straßennetz ja sowieso schon umfangreicher geworden. Und durch dieses französische Add-on können wir natürlich uns auch noch viel auf Französischen in Frankreich aufhalten. Werden wir gucken, ob wir das demnächst ja machen. Erstmal haben wir ja auch in Deutschland noch genug zu erkunden. Pro-Mods muss man aktivieren in einer gewissen Reihenfolge. Macht zumindest Sinn. Ich habe es echt viel versucht und es funktionierte alles nicht und irgendwann bin ich drüber gestolpert. Man muss das in so einer gewissen Reihenfolge einstellen von den Mods, von unten angefangen. Also zuerst packt man sich Assets rein, dann packt man Models 1, 2, 3 rein, dann packt man das Media Pack rein, dann kommt das Map Package, dann kommt die Definition und dann die anderen Mods, die man sonst so im Spiel hat. Und das erste Mal laden, da braucht man ein bisschen Geduld. Ich hatte nämlich die Geduld nicht so wirklich. Und habe dann immer mal geklickt und dann schmiert einem das Spiel ganz gerne ab. Spiel fortsetzen. Also wir brauchen jetzt ein bisschen Geduld. Ich werde wahrscheinlich einen kleinen Cut machen und dann müssen wir gucken. Je nachdem, vielleicht ist es das jetzt das zweite Mal, dass ich mit Pro-Mod starte. Könnte ein bisschen schneller sein als beim letzten Mal. Ansonsten mache ich jetzt einen kleinen Cut. So, und dann sind wir im Spiel. Also ich habe jetzt einen kleinen Cut gemacht, ihr habt es gesehen. Ich gucke jetzt nochmal schnell auf die Aufnahmeuhr. Das hat circa 3 Minuten gedauert am Anfang. Zwischendurch ist auf keine Rückmeldung gegangen. Man hat echt schon Panik und denkt, das ganze Spiel funktioniert nicht. Aber da muss man einfach sagen und ruhig bleiben. Immer locker bleiben, kann man sagen. Und dann ist man mit Pro-Mod-Map unterwegs. Wir sehen es hier. Die Karte ist deutlich umfangreicher. Wir haben einige neue Städte. Wir haben ein paar mehr Streckennetze. Wir haben bisher jetzt relativ wenig erkundet, weil natürlich die Strecken alle hier neu aufgebaut sind und da sind wir noch nie längs gefahren. Es gibt nur ganz kleine Streckenabschnitte, die noch genauso sind wie vorher. Hier in Polen ist eine ganze Ecke. Hier oben in Skandinavien. Einige Straßen sind so bekannt. Aber natürlich hier die A7 und ja, hier ist es die 11. Ist eigentlich denn die wahrscheinlich, weiß ich nicht genau. Da so in der Mitte ist. Gibt es auch gar nicht. So, obwohl doch von da oben. Ja, auf jeden Fall haben die echt ein cooles Streckennetz hier gemacht. Wir können jetzt auf Flensburg anreisen, wir können von Kiel wieder nach Hamburg. Und wollen mal gucken, wir hatten eigentlich beim letzten Mal hatten wir einen Auftrag. Irgendwie können wir auch fahren gehen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Dann sehen wir hier, wo wir das haben. Und auch noch wieder vielen, vielen Dank für eure ganzen Tipps. Viele haben schon gesagt, ich sollte jetzt gerne mal den 400.000er Kredit aufnehmen. Könnte davon unsere Garage ausbauen. Mir einen eigenen LKW kaufen. Oder sogar zwei kleine LKWs kaufen. Und dort schon Fahrer einstellen, die für uns täglich unterwegs sind und dementsprechend die Kreditzinsen sogar schon wieder erwirtschaften. Ich denke, wahrscheinlich werden wir das demnächst auch machen. Ich fahre jetzt nur noch ein oder zwei Strecken selbst. Achso, okay. Können wir, nee, also wir haben schon doch keinen Auftrag letztes Mal mehr genommen. Oder es ist jetzt, weil es eben neu ist, nicht so Preisstrecke. Computerprozessoren, Munition, Dynamit, Yacht, Zugmaschinen. Jetzt sehen wir, das sieht hier auch ganz anders aus. Ne? Das ist natürlich echt ein umfangreicher, wahnsinnig umfangreicher Mod. Und es gibt noch mehr so tolle ETS 2 Mods. Gibt mit Sicherheit in der nächsten irgendwann nochmal wieder mehr. So, wir wollen ja eigentlich immer gucken, das ist echt eine Kurzstrecke, ne? 140 Kilometer. Wir kriegen da 4.300 für Berlin nach Polen. Die Strecke sind wir noch nicht gefahren. 358 Kilometer. Bringt 10.000 Einnahmen. Ach, hier eine Yacht. Kennen wir ja schon, ne? Also 635 Kilometer für 17.000 Auftrag. Da sind wir aber ewig unterwegs. Außerdem ja, kennen wir das Thema Yacht, ja, Transport aus den letzten Tagen ja schon ziemlich genau. Munition. Zugmaschinen. Ich meine, wir hätten diesen Mini-Auftrag angenommen, oder? Göteborg, Göteborg. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wollte ich das nur noch und habe es dann doch nicht. Oder das ist jetzt nicht gespeichert wegen mit Pro-Mods. Kann durchaus sein, dass da irgendwas nicht ganz hinhaut. Also wir nehmen jetzt die Munition von Berlin nach Opole. Sind 358 Kilometer.
Das heißt, könnte eng werden heute. Aber wir fahren erstmal. Vielen, vielen Dank für die super gute Unterstützung. Zum jetzigen Zeitpunkt ja, ist das Lenkradziel tatsächlich schon erreicht. Ich habe jetzt 200 Euro ausgerufen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen für ein Lenkrad, aber es gab auch schon mehr. Und der eine oder andere kam auch noch dazu. Und ja, dadurch natürlich habe ich das Spiel auch gleich erweitert. Wir fahren heute mal wieder ein bisschen. Was hatten wir jetzt? Munition durch die Gegend. Oder? Munition. Genau. Achtung. Wir müssen auch nach vorne gucken. Einige wird schlecht, wenn ich mich umdrehe. Gehen wir wieder aufs Navi. Ist gut. Ab nächster Woche also wahrscheinlich, ne? Ihr wisst ja, ich nehme immer ganz gerne eine Woche vorher auf, im Voraus auf. So circa. 3-4 Tage, je nachdem. Und Lenkrad werde ich mich jetzt in dieser Woche umschauen. Ich habe ja auch viele Empfehlungen von euch bekommen. Muss mir jetzt auch selbst noch ein kleines Bild machen und natürlich eure Empfehlungen berücksichtigen. So, mal gucken. Die Berlin ist ja auch komplett neu aufgebaut. Ne? Also dieser Pro-Mod-Map ist wahnsinnig krass umfangreich. Also mega, was da Leute programmiert haben. Man kennt es ja selber aus dem Giants Editor von LS. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Ich kann es abschätzen, was auch hier für eine mega krasse Arbeit drin steckt. So, dann sollen wir hier direkt wieder runter. Oh, Achtung, Bordsteinkante. Oh, Vorsicht mit der Munition. Ich will natürlich wieder versuchen, möglichst schadenfrei ans Ziel zu kommen. Ein bisschen auch zu blinken. Okay, wenn er anhält, danke. Sehr freundlich. Lenkempfindlichkeit kann man einstellen, sagt hier, aber ich glaube, ich lasse es erstmal so bei der Standard-Spieleinstellung. Wird ja sowieso dann ab der nächsten Woche ein bisschen anders werden, wenn ich da ein Lenkrad hier aufbaue und gucke, dass ich damit irgendwie fahren kann. Hier parken auch mal ein paar Autos auf der Straße. Ein weiter noch. Hier geht es auf die Autobahn Richtung Dresden. Denn wir wollen wieder nach Polen mit Munition. So, runter hier. Oh, oh. Gerade noch gebremst. Hat man, also ist nichts passiert. Es ist nur manchmal sind die... Sag mal, was lenkt der denn so langsam heute? Was fahren wir denn überhaupt? Ein Volvo Globetrotter. Wieder zu viel LS-Lenkung gewöhnt, wo automatisch der sich ja wieder gerade zieht in der Spur. Das ist ja hier nicht. Man muss deutlich ein bisschen mehr arbeiten. Ist ja auch in Ordnung. So. Magdeburg dreht. Auch die Schilder sind ja auch also heftig, was das alles beinhaltet. Ich finde auch, der Belag hier sieht ganz anders aus auf der Straße. Cool. Schöner Mod. Pro-Mods. Schade, dass es jetzt Nacht ist und wir durch die Nacht fahren. Geplante Ankunft ist 4.27 Uhr in Polen. Hier schöne coole Schilder. Na, wollen wir erstmal ein bisschen Gas geben. Komplett neu aufgebautes Straßennetz für Berlin. Ist mega heftig, was die alles hier umgesetzt haben. So, wir gehen mal 85, dann machen wir wieder unsere Geschwindigkeitstaste. Gucken nochmal, was für schöne Munition wir hier an Bord haben. Oh, Achtung. Machen wir vielleicht später, wenn wir angekommen sind am Ziel, wobei es ist meist zu dunkel. Also Munition. Oberlandstraße. Ne, da wollen wir nicht hin. Cool, dass das funktioniert hat. Man muss am Anfang wahnsinnig viel Geduld mitbringen. Also ich war auch schon davor zu sagen, ich breche das Spiel ab. Der Pro-Mods funktioniert nicht. Aber funktioniert. Einfach 3 Minuten Geduld haben beim Starten des ersten Mals und dann hat man ja Ruhe. Je nach Rechner wird es ja auch schneller gehen. Bremsspuren hier. Tunnelblick. Magdeburg, Leipzig, Potsdam. Na, wir fahren geradeaus weiter. Was liegt hier denn? Okay, das scheint gleich ein Fehler zu sein. Da ist ein bisschen Grasbüschel zu weit auf die Straße geraten. Aber da können wir drüber hinwegsehen. Und die Nacht wird ziemlich dunkel, so wie es aussieht. Quatsch. Warte. Den brauchen wir. Dann gehen wir mal in die Innenansicht, ne? Was? Ich fahre ohne Licht? Oh nee, Leute. Nee. Mist. Haben wir die erste Strafe schon kassiert?
Dass wir 5 km/h zu schnell fahren, interessiert ihn nicht. Aber dass wir ohne Licht fahren, interessiert ihn. So, hier vorne kann man sozusagen umstellen. Im Menü, hier wird jetzt Tankanzeige angezeigt. Hier wird der Verbrauch auf 100 Kilometer angezeigt. So viel verbraucht ein LKW. Ich habe ja gar keine Ahnung. 26, 30 Liter hier pro 100 Kilometer. Das ist auch schon eine Stange Diesel, die wir durchhauen. Hier die Temperatur. Alles gut. Öltemperatur, was auch immer. Aktuelle Geschwindigkeit in Digitalanzeige. Und... Achso. Abstand halten. Das Schild kennt man, ne? Mit dem weinenden Kind oder der weinenden Mutter, wer auch immer. Schönes Navi haben wir hier drinne. Die Polizei noch in grün. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Muss wahrscheinlich auch alles mit ProMod zusammenhängen. Sehen die Fahrzeuge anders aus? Sind in ProMod schon andere Fahrzeuge drin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Dann können wir eigentlich das Navi unten mal ein bisschen kleiner machen. Oder komplett wegmachen. Wir sehen es ja da auf dem kleinen Navi in der Fahrerkabine. Und da bin ich auch gespannt ab nächster Woche, wie entspannt das denn wird mit dem Lenkrad, ne? Oder wie schwierig das wird mit dem Lenkrad. Danke euch natürlich, dass ihr mich da so krass unterstützt habt und innerhalb von 2 Wochen das Lenkradziel vollgehauen habt. Dadurch natürlich auch Viva Le France für mich gar kein Problem, gleich gekauft. Ich sag immer Viva, aber es heißt Vive, ne? Vive Le France. Ich kann auch Französisch nicht, also keine Ahnung, hatte kein Französisch in der Schule, komme ja aus Norddeutschland und dementsprechend hatten wir hier eher Dänisch. Oder wir hatten auch die Möglichkeit, wir konnten wählen, Französisch oder Dänisch. Und da man an der dänischen Grenze nimmt, was liegt nahe, nimmt man einfach mal Dänisch. So, Forst. Also wir sind natürlich mit F3, haben wir ein bisschen mehr Anzeige hier, ne? Wenn wir die kleine nehmen, sieht man auch, finde ich, ganz schön, wie lange wir eben noch fahren, wie weit es noch ist. Wir haben noch 279 Kilometer vor uns. Aber wenn wir einigermaßen gut ankommen zum Ziel, dann ist ja eben auch schön, dass wir wieder ordentlich Erfahrungspunkte sammeln. Zum weiter ableveln. Level up. Ja, dann wollen wir natürlich auch weitere Städte erkunden. Ich weiß ja mittlerweile, LKW-Händler gibt es einige. Auch die Arbeitsämter sind immer ganz wichtig abzufahren, sagt ihr. Sagen ja viele, weil man dann bessere Arbeiter wahrscheinlich findet, die für einen arbeiten. Wir haben aber auch schon eine ganze Menge Arbeitsämter in den letzten, ja, das ist jetzt ja doch schon, ne? Muss ich erstmal selber wieder rechnen. Die vierte Woche ETS. Ich habe das irgendwie falsch, ne? Ich bräuchte eigentlich eher den rechten Spiegel. Was sagt mir das denn keiner? Weil links haben wir ja eh Spiegel. Polen, willkommen in Polen. Da die polnische, deutsch-polnische Grenze. Extra jetzt mit Fahren hier markiert, das war vorhin nicht, ne? Wahrscheinlich gleich die Grenze. Die Neiße. Einmal über den Fluss. So, da hinten kommt die Grenze, oder? Oh, hier ist nur 60. Stopp mal ein bisschen. Keine Grenzkontrollen. Dürfen wir durchfahren? Transporter. Ach, der biegt ab, wa? Dann können wir ja schon rüberziehen auf die andere Spur. Großer Rastplatz hier. Polnische Kennzeichen, wollte ich sagen. Polnische Verkehrszeichen verstehen wir eh nicht. Ich darf wieder 80 fahren. Oh, das sind aber Strecken hier. Das sind noch alte Beton. Strecken aus Adolf-Zeit. Ups. Diese Platten, diese komischen. Das sind ja mittlerweile, glaube ich, gibt es auf den deutschen Autobahnen fast gar keine solcher Strecken mehr, oder? Ich meine, früher war es ja wirklich gang und gäbe noch. Diese komischen Betonstrecken. Immer so Betonplatte an Betonplatte dazwischen, wirklich so ein bisschen zur Verbindung Teer oder keine Ahnung, was sie da damals zwischengehauen haben. So gut kenne ich mich dann auch nicht aus.
so, aber ich weiß, wir können wieder hoch auf 85 und Tempomat einschalten und ganz entspannt weiterfahren. Achso, das ist Warnblinklicht. Ich wollte eigentlich gerade nochmal gucken, was war J? J ist Fernlicht. Muss man aber gedrückt halten. Das sind aber auch Straßen hier. Was ist mit Aufbau Ost? Nicht in Polen, ne? Wir haben eine gute Federung und sind hier, haben einen bequemen Sitz. Oh, 80, das ist aber auch immer plötzlich hier. Ist eben eine Baustelle. Auch durch Promods würde ich vermuten, ein bisschen dazugekommen. Ich dürfte jetzt hier nur 50 fahren. Oh, das ist aber eng hier. Da ist tatsächlich ein kompletter Abschnitt hier mal gesperrt. Sehr cool. Das hätte ich mir eher in der Außenansicht machen sollen. Ups. Mist. Aber es ist nicht viel passiert. Das wäre in der Außenansicht ein bisschen besser und einfacher gewesen, zu schauen, wie viel Platz ist links und rechts. Da habe ich jetzt aus der Innenansicht hier im Dunkeln. Bisher ist ja sowieso ein bisschen noch mal ein Problem, hier im Dunkeln zu fahren. Das kann ich noch nicht so gut. Aber wir haben ja Zeit. So, hier dürfen wir nur 70 fahren, weil die Straße so schlecht ist. Die könnten sie auch mal neu machen. Wir haben jetzt noch 164 Kilometer vor uns mit, weiß ich nicht, 70 km/h. Aber es ist ein 10.000er Auftrag, ne? Der wird uns die 100.000 voll machen. Und wenn wir dann die 400.000er Kredit aufnehmen, haben wir mal 500.000 zur Verfügung. Dann können wir irgendwie unsere Heimgarage ausbauen, wo ich noch gar nicht weiß, wie das funktioniert. Und uns die ersten zwei kleinen LKWs kaufen, die wir dann eben mit Fahrern bestücken, die für uns auf jeden Fall Geld schon machen. Dass wir dann auch langsam unser Unternehmen ein bisschen ausbauen, weil ich glaube 400.000 oder das selbst zu erfahren, auch wenn jetzt, wir sehen ja schon, jeder Auftrag bringt mehr Geld. Ne, wir kriegen für so einen Auftrag jetzt schon an die 10.000 und hoffentlich auch, wenn alles noch ja, gut läuft und wir nicht noch mehr Scheiße bauen, hier auf Deutsch gesagt. Ja, die Straßen kann auch kein Mensch aussprechen. Die Städtebezeichnung. Ja, dann kriegen wir auch wieder ordentlich Erfahrungspunkte, hoffentlich. Wie wäre es mit einer Nachtfahrpause? Das war euch als Zuschauer ja wahrscheinlich auch mal. Man sieht nicht so viel, ne? Oh, hier ist 60. Was haben wir für komische Geschwindigkeitsbegrenzungen in Polen? So, lassen wir es auf 63. Ein bisschen schneller ist ja in Ordnung. Ja, durch Backup rollen wir wieder schnell hoch auf 66. Oh, es wird jetzt nur noch einspurig. Okay, wir können raus. Das Auto vor uns wird böse langsam, ne? Wenn der jetzt echt noch eine Vollbremse gemacht hätte, wären wir voll reingerast. Jetzt sind wir hier auf der A4 E40 in Polen unterwegs und müssen hier noch knapp 100 Kilometer fahren, die wir, liebe Leute, morgen zu Ende fahren. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuschauen eben, ne? Und mit einem Like unterstütze mich. Und wenn ihr dabei bleibt, freue ich mich. Bis morgen und tschüss.